Was ist Lungentuberkulose? Lungentuberkulose ist eine potenziell schwere Lungenerkrankung, die durch ein ansteckendes Bakterium verursacht wird. Die Erkrankung ist in vielen Teilen der Welt weit verbreitet, insbesondere an Orten mit Überbevölkerung, unzureichender sanitärer Versorgung und geringem Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung. Sobald eine Person infiziert ist, kann sie mehrere Monate oder gar keine Symptome zeigen. Wenn Anzeichen der Krankheit auftreten, können sie chronischen nassen Husten, Fieber und Schmerzen in der Brust umfassen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung ist wichtig, um schwere Lungenschäden und mögliche Komplikationen in der Leber oder im Gehirn zu verhindern. Mehrere verschiedene Stämme von Mycobacterium tuberculosis können Infektionen verursachen. Das Bakterium wird in der Luft, wenn eine infizierte Person hustet oder niest, und es kann leicht von einer anderen Person eingeatmet werden. In der Lunge haften die Bakterien an der Innenschicht und können lange Zeit ruhen. In der Tat entwickeln die meisten Menschen überhaupt keine Symptome, da ihr Immunsystem stark genug ist, um den Erreger abzuwehren. Sehr junge Kinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem haben das höchste Risiko, eine aktive Lungentuberkulose zu entwickeln. Zu den ersten Symptomen einer Lungentuberkulose zählen in der Regel geringfügige Atembeschwerden, gelegentliches Husten und Keuchen sowie Brustschmerzen. Die Symptome verschlechtern sich im Verlauf von Wochen oder Monaten, bis sie zu konstanten, schwächenden Problemen werden. Eine Person kann anfangen, Blut zu husten, Fieber und Schüttelfrost zu erleben und sich ständig müde fühlen. Gewichtsverlust, Lymphknotenschwellung im Nacken und Flüssigkeitsretention können ebenfalls auftreten. Ohne Behandlung können sich Bakterien von den Lungen und Lymphknoten auf andere lebenswichtige Organe ausbreiten und sehr schwere Krankheiten verursachen. Ein Arzt kann in der Regel Lungentuberkulose diagnostizieren, indem er nach Symptomen fragt und diagnostische Bildgebung des Brustkorbs vornimmt. Bei Röntgenaufnahmen und Computertomographien erscheinen Lungenflecken typischerweise entzündet, vernarbt und verfärbt. Eine Schleimprobe kann auch in einem Labor entnommen und analysiert werden, um die Diagnose zu bestätigen. Gelegentlich muss eine Probe des Lungengewebes entnommen werden, um Krebs auszuschließen. Die meisten Fälle von aktiver Lungentuberkulose können mit einer Reihe von Antibiotika behandelt werden. Ärzte verschreiben normalerweise Pyrazinamid, Rifampin und zwei oder drei andere Medikamente, die täglich für mindestens 6 Monate eingenommen werden müssen. Es ist wichtig, dass die Patienten ihre Medikamente weiterhin einnehmen, auch wenn sich ihre Symptome rasch bessern, um sicherzustellen, dass die Bakterien vollständig ausgerottet werden. Häufige ärztliche Untersuchungen während und nach der Behandlung können bestätigen, dass die Probleme behoben sind.